Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Ich sehe gerade bei unserer Ente einen Pfeil nach oben. Was heißt das? Heißt das, der ist gerade aktiviert? Nee. Hä? Wieso ist bei ihm alles so dunkel? Achso. Was ist das denn? Da ändert sich irgendwie das Licht. Ich habe einen Punkt für ihn freigeschaltet. Warum? Und warum für den anderen nicht? Das ist ja seltsam. Oder hat das 2 gekostet? Keine Ahnung. Ah, der hat wahrscheinlich auch einen Punkt, aber wir können da gerade nichts ausgeben für. Dann geben wir dir auch noch ein bisschen Leben. Gewährt dir durch die Erhöhung deiner Ausdauer einen permanenten Bonus von plus 2 auf deine Bewegungsreichweite. Oh, ist nice. Okay. Im letzten Gebiet haben wir ein bisschen das Kämpfen gelernt, wir haben gelernt, wie man sich anschleicht und haben ein bisschen die Atmosphäre des Spiels genossen. Es ist so schön. Deswegen mache ich das Ganze auch ohne Cam, weil, ganz ehrlich, meine Fratze, die unterbricht jede Atmosphäre. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass die Zonen alle hier immer so klein sind. Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave. Because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone, and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Geile Sache. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Habe ich auch bei Sekiro gesagt. So, das ist die Karte. Sieht nicht wie Deutschland aus. Home sweet home. The elevator's up ahead. Das heißt, wir sind schon in der Nähe. Okay, Umgebung der Arche. Wenn ich es jetzt schaffe, kein Medipack auszugeben, sind wir da bestimmt wieder voll geheilt. Oh, okay, Zero, pack deine göttlichen taktischen Fähigkeiten aus. Was ist das? Boom. Tot. Das wäre schon. Das leuchtet so, als wäre es gefährlich. Ja, ich halte schon. Was haben wir da? Das ist der Außenposten. Da geht's zum Fragezeichen. Da wollen wir wahrscheinlich aber noch nicht hin. Können wir wahrscheinlich auch nicht. Oh, hier bin ich erschrott.
Nehme ich, dankeschön. Nee, da können wir noch nicht hin. Aber da brennt's auch. Verschlossen, erfordert Zonenschlüssel. Das heißt, wir gehen zur Arche, erholen uns da, kommen wieder und gehen durch die Zone. Got two ghouls hiding over there. Think they want to hitch a ride on our elevator. Forget that. Let's sneak around and see if there's any others. Ja, die Frage ist, auf welchem Level die sind, ne? Ah, die würde ich doch kriegen. Ich glaube, die nutze ich weg. Oh, ich glaube, die nutze ich weg. Eiskalt. Was ist das? Pilze. Schrott! Gib mir den Schrott! Ja. Okay. So, die Frage ist, sind die alleine oder sind da noch mehr? Hier ist ungewöhnliches Licht. Aber ich sehe hier, glaube ich, keine Feinde. Molotow. Hallöchen. Frage ist, muss ich den ausrosten? So, Notiz. Notiz von Stalker Clara. Was für eine Schande. Für dieses Ding würde uns Delta garantiert den erwähnten Rabatt einräumen. Okay. Sieht so aus, in den Schrottruinen westlich der Eisenschlange liegt ein funktionierender Funkenautomat. Mit diesen Geräten würden früher Gegenstände zusammengebrannt. Oder so ähnlich. Aber natürlich hat jeder gottverdammte Silberstreif am Horizont einen gewaltigen Haken. Diese verfluchten Ghule in den Ruinen haben uns verjagt, bevor wir das Ding bergen konnten. Beim nächsten Mal seid ihr fällig, ihr Bastarde. Stalker Clara. Oh, eine Truhe. Now for the fun stuff. Ist das die Boombox? Nee, das muss ein Schweißgerät sein, das wir suchen. Oh! Pokervisier. Größere Waffenreichweite. Ich weiß, wer das bekommt. Und zwar du, mein Freund. Wunderschön. Wunderschön. Okay, dann widmen wir uns mal den beiden. Den Vierer kann ich bestimmt einfach so ausschalten, ne? Oh. Shit. Okay. Komm mal mit. Du versteckst dich hier mal. Versteck mich hier. Kommt er hier rein oder kommt er nicht hier rein? Das ist hier die Frage. Ah, scheiße. Ah, das ist jetzt nicht gut. Beweg deine Hintern. Das heißt, er kommt zurück. Wenn ich mich jetzt... Oh. Hallöchen. Okay, das ist ja noch besser. Wenn ich mich jetzt hier hinhocke und er wiederkommt, dann verpasse ich ihm eins. Aber sowas von. Wir wechseln so lang zu ihm und dann werden wir für ihn auch noch ein Plätzchen finden. Der soll sich auf die beiden vorbereiten. Box opens. We go in the box. Box goes in the ark. We take their food, we take their guns. Mutants in the ark. Too many. Mutants are weak. We kill some fast, we kill some slow. But we kill them all! Box is coming. We kill them all. Oh. Verstecke ich mich jetzt? Ja, okay. Jetzt müssen wir nur auf den Kollegen da hinten warten, ne? Wenn er eines Tages zurückkommt. Wir können uns hier gerne nochmal vorher umschauen. Ich glaube, der kommt schon. Okay, alles klar. Alles klar. Noch ein Stück näher und du bist tot. Hinterhalt! So, nachgeladen ist, ne? Ich sollte darauf öfters aufpassen. Okay. Und dann knallen wir einfach weg. Zack! Headshot! Another one bites the ducks. Another one bites the dust. Nur leider dieses Mal mit der Ente. Oh, kann ich hier runterspringen? Krass. Junge, du bist ja richtig sportlich. Okay. Was hast du denn für uns? Waffenteile. Nice. So, wir können uns natürlich um die herumschleichen, aber ich will die tot sehen. Beim den Stufe 4er da. Wir verstecken uns einfach hier.
Und dann greifen wir an. Oh, ich muss nicht nachladen. Ich kann mich hören, ich bin doch stealthy. Okay. Frage ist, soll ich mich bewegen? Der hat mich ja offensichtlich schon geortet, ne? Aber ich bin hier in einer richtig guten Deckung. Soll ich mal eine Granate werfen? Ich habe einen Molotow, aber... Wir gucken einfach mal, was das ist. Und dann nehmen wir die Waffe. Oder kann ich ihn treffen? 50%. Ja, dann schieße ich. Geilo. Ah, okay. Jetzt will er auf mein Schweinchen gehen, oder? Ja. Oh mein Gott. What the... Okay, mein Freund. Du hast dir eine wirklich schlechte Position ausgesucht, um mich anzugreifen. Okay, ich muss nachladen, ne? Scheiße. Muss mich bewegen. Wo bin ich ansatzweise in Deckung? Oh Gott. Ich kann die Waffe wechseln. Ich kann hier hingehen. Und den dann abknallen, ne? Keine Trefferchance? Was? Dann gehen wir da ein. Scheiße, ist der schnell. Okay, das ist perfekt. Du, mein Freund, du bist jetzt tot. Gute Nacht. Stone Cold. Der ist verdammt weit weg. Keine Trefferchance. Da kann er mich treffen. Keine Feuerlinie. Okay. Ich versteck mich hier. Und dann machen wir ihn auf den hier. Ernsthaft? Scheiße. Ich versuch's. High risk, high reward. Oh. One and done. Lebt der Kollege jetzt wieder? Ja. Not too shabby. Oh. Das war schon ein bisschen close. Alter, was für ein Arsch. Da snipert er mich weg. Ich wusste es nicht. Aber ich habe gespart. Ich habe ein Medikit gespart. Ich bin sehr glücklich. These ghouls are getting way too close to the Ark. Better get in the elevator quickly and go upstairs. Altvorderer Visier. 20% größere Waffenreichweite. Zielfernrohr. Visier aus einem Krieg aus vorigen klavischer Zeit. Alt, aber robust. Erhöht die Reichweite der Waffe, an der es montiert wird. Ja gut, das kriegt auch unsere Ente. Unsere Ente wird jetzt der übelste Sniper. Wird sie alle wegsnipern. Aber gut, wir wissen also, dass Gegner, die ein bisschen weiter weg sind, tatsächlich mit ins Spiel kommen. Tragisch. Tragisch, tragisch, tragisch. Aber man muss ja auch ein bisschen was lernen. Und das da hinten sehe ich. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Loot! Dankeschön. Let's get this open. Stalker-Weste, Rüstung plus 1. Diese leichte und flexible Rüstung bietet ihrem Träger zwar eine bemerkenswerte Bewegungsfreiheit, aber nur sehr geringen Schutz. Sie ist in der Zone häufig, vor allem bei toten Stalkern. Daher der Name zu finden.
Okay. So, die Frage ist, wer braucht die Weste jetzt dringender? Wir haben übrigens auch ein Level Up. Deswegen gehen wir mal hier hin. So, was haben wir hier? Ermöglicht eine Aktion nach einem Sprint. Nach dem Einsatz eines zweiten Aktionspunktes aktiviert dein Körper seine Ausdauerreserven, um dir anschließend eine Aktion zu ermöglichen. Auf diese Weise erreichst du weit entfernte Gegner. Hinweis, muss aktiviert werden, bevor du beide Aktionspunkte verbraucht hast. Wie aktiviere ich denn das? Kills für Wiederaufladung 2. E-Kills. Check ich noch nicht. Werde ich vielleicht noch checken. So, die Frage ist, gebe ich dem hier? Er ist ja mehr, der wird dann der Tank sein höchstwahrscheinlich, ne? Währenddessen unsere Ente eher aus dem Hinterhalt agiert. Gut, dann haben wir schon mal unsere Spielweise. Ente schön weit hinten. Alle abknallen, während der Typi, der Schweinchen, alles frisst. Na gut. Gibt's denn noch irgendwas für uns? Ich glaube, dann gehen wir zur Arche, oder? Aha! Defekte Waffe. Hier waren wir noch nicht. Ich dachte, Wasser ist selten geworden. Hier ist doch überall Wasser. Oder kann man das nicht mehr trinken? Ist das alles verseucht? Ich habe da hier gerade noch irgendwas glitzern sehen, oder? Ah, guck mal, da geht's auch noch irgendwo hin. Wir haben also zwei mögliche Wege, erfordert Zonenschlüssel. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Arche, ganz entspannt, laden uns mal wieder auf, hoffentlich. Und dann gucken wir mal. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man, and that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, Gearhead, going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Ducks never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Also ich will nur mal anmerken, dass derjenige, der den Stützpunkt am Leben erhält, quasi allen das Leben damit rettet, geht auf eine Außenmission? Seid ihr noch zu retten? Wer ist denn so doof? Hallo? Ah, zurück zur Arche. Das ist also die Arche. Menü. Der älteste. Deltas Bastelstube. Wanna know how this goes down? For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? So, Dax. Ein Lautlos. Wir haben zweimal den Stecher. Ich würde gerne den hier mal angucken. Zielfernrohr. Zack. Schadensmodule. Zusätzliche kritische Schaden. 50% Chance, Gegner zu verbrennen. Oh, komm. Packen wir das auch drauf. Passt schon. Huch.
Stufe 2. Wir brauchen wir 30 von den Dingern. Wir haben 39. Kann man eigentlich machen. Wir können den eigentlich richtig stark machen. Wenn wir da alles wirklich lautlos killen können. Wir kriegen einen kritischen von nochmal ein und Schaden. Das sind alles so Mini-Werte. Das ist faszinierend. Ja, komm. So, sehr schön. Ach, das ist Schrott, oder? Nee, Schrott ist was anderes. Was ist denn das? Was ist das? Waffenteile. Ach, Waffen. Das sind Waffenteile. Ach. Ah, ich verstehe. Na gut. Donnerbüchse macht Schaden 6. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ne, ich habe wahrscheinlich nichts mehr. Ja gut. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten mit unseren Waffen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, alles auf einen zu setzen, aber er ist derjenige, der meinem Spielstil wohl am gerechtesten wird. Der Laden, wo wir uns Sachen kaufen können. You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever, ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Happy shopping. Ich finde den hier so super. Ich glaube, der produziert Strom. So, was haben wir denn hier? Rohrkanone, die aus verschiedenen Metallteilen und Rohren bestehende Waffe, ist zwar einfach, gleichzeitig aber effizient und erstaunlicherweise präzise. Eine typische Stalker-Waffe. Habe ich jetzt meine Waffenteile eigentlich umsonst weggegeben? Das sieht aus wie so ein Scharfschützengewehr, oder? So als Zweitwaffe für unseren Hans-Dieter? Na, ich spare mal mein Zeug. Ich spare es mal. Die Zone. Gehen wir mal in die Bar. Was haben wir denn hier? After a killer day in the zone, you know you can always come to Prips for some high-quality grog. You want to get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. I also dabble in a little, antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Ja, du willst bestimmt die Boombox haben. So, verlängerte Verblutendauer um 2 Runden. Ich habe im Laufe der Jahre eine Menge Kämpfe erlebt. Hier in der Bar und draußen in der Zone. Seinerzeit konnte ich einem Ghoul mit meinen bloßen Arschbacken den Kopf zerquetschen. Wenn ihr wollt, verrate ich euch ein paar meiner Geheimtricks. Ich garantiere euch, dass sich dann niemand mehr mit euch anlegt. Was haben wir hier? Schaltet ein zusätzliches Granatenslot frei. Sale. Sale hört sich gut an. Aber das Verbluten auch. Wir gehen erstmal auf Verbluten. Ich weiß zwar noch nicht, wie man Verbluten auslöst. Allerdings denke ich mal, sie wird auf der richtigen Seite. So. Und dann haben wir noch den Ältesten. My home will always be a haven to you, brave stalkers. After your journeys, pay me a visit. And I'll offer you some guidance, perhaps a story, to help you become wise and strong. Okay, was kann man bei dir machen? Nix. Aber ich sehe schon, du brauchst ärztliche Hilfe. Du bist irgendwie auch ein bisschen kontaminiert anscheinend. Ja. The Ark thanks you for your service. Hab gar nichts gemacht. Be well. Ja. Hä? Aber ich brauche doch jetzt einen Schlüssel, oder? Der Älteste ist zu. Ich kann da nicht mehr hin. Da würde ich sagen, wir haben alles gemacht, was wir wollten. Zurück in die Zone. So, Hammonds Hütte, da wollen wir hin. Da können wir direkt hinreisen. Stufe 25, Alter.
Wir sind jetzt, glaube ich, Stufe 3. Oh Gott, wir haben uns nicht geheilt. Oh, ist das bitter. Thanks for signing me up back there, you crazy pig. Yes, Mr. Elder. Sign us up for a suicide mission, Mr. Elder. Did you forget there's like a kajillion ghouls out here who want to kill us? Nobody gets to kill you but me now. Shut the duck up and keep moving. I'm telling you, Borman, ain't no happy ending in this story. Stalkers don't get happy endings. We get each other. So watch my back. Aber wir können doch jederzeit dahin reisen, oder? Wir können doch bestimmt jederzeit. Zonenkarte da. Okay, wir können jederzeit dahin reisen. Oh, das finde ich nice. Das finde ich nice. Das Problem ist nur, ich habe jetzt Hälfte an Leben. Good news is, we reached Haven's cabin. Bad news is, there's two friggin' ghouls casing the joint. Ah, zwei Ghouls ist kein Problem. Einen können wir ausschalten. Zonenhund, Stufe 5. Fuck. Aber wir haben schon Stufe. Ja, wir haben schon Stufe 6er fertig gemacht, ne? Ich denke mal, mit dem kommen wir klar. Zonenhund. Aber ich will hier alles looten. Okay, starten wir einfach mal einen Hinterhalt, ne? Er holt bestimmt jetzt Hilfe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee von mir war. Wurde beim Schleichen entdeckt. Oh, das ist ja schade. Oh, ich kann ihn nicht treffen. Oh. Oh. Houston, wir haben ein Problem. Ja, gut. Das ist aber gar kein Problem. Der braucht ja noch eine Weile, bis er bei mir ist, ne? Wechseln wir mal die Waffe. Und dann töten wir den Typen. Gute Nacht. Ja, ich will nicht behaupten, dass das ein bisschen dumm war von mir, aber... Aber war schon dumm. Komm, einigeln. Genau, komm mal näher, Freundchen, komm mal näher. So. Wir sind jetzt bei dem Typen. Wie wär's, wenn du dann... Ach du Scheiße, hat er viel Leben. Wir sollten erstmal laufen. Laufen wir mal dahin. Dann wechseln wir die Waffe. Und kaboom! So. Das ist gut. Laufen wir dahin. Und dann schießen wir. Ja! Du hast ein verdammtes Zielvisier. Ich meine Visier an sich. Ach du Sch... Ach du Heilige. Okay. Hey, stirb dich! Warum nicht? Ich hätte laufen sollen. Egal. Wir töten jetzt einfach. Wir gehen jetzt dahin und dann verpassen wir ihm eins. Ich will nicht behaupten, dass dieser Kampf ziemlich schlecht war, aber er war schlecht. Level up. Auf jeden Fall kriegen wir ziemlich schnell Level ups. Puh. Handgranate. Diese abandoned campsites always get my feathers twitching. Hundreds of them out here, all full of ghosts shivering in the cold. Ich will mich auch nicht so oft heilen, weil dann sind ziemlich schnell unsere Verbandskasten einfach weg. Ah, muss auch die perfekte Taktik zum
zum Kämpfen herausfinden. Das war ein bisschen armselig. Und irgendwie habe ich mir auch gedacht, dass meine Stealth-Waffe ein bisschen mehr Schaden macht. Kann man irgendwie vorher nicht wissen, ne? Oh, guck mal, Skelettteile. Okay, ich denke mal, die Ghule werden ein bisschen einfacher sein. Wenn dein Level 4er Ghule ist, weiß ich Bescheid. Hey, komm mal mit. Oh, jetzt ist geportet. Wenn dein 4er Ghule ist, dann können wir ihn einfach wegknallen. Oh, guck mal, ein Vögelchen. Schade, den kann ich nicht wegknallen, sonst hätte ich es gemacht. Natürlich auf Entenart. So, dann nehmen wir hier den Shot noch mit. We should check Hammond's cabin like the Elder asked us to. Wieso, was ist das denn hier? Verstecken? Stay put. Okay. Come back here. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber höchstwahrscheinlich gehen wir da lang. Höchstwahrscheinlich. Und ich habe gerade mal wieder auf die Zeit geguckt und ich merke, das Spiel macht mir wohl ein bisschen zu viel Spaß. Denn die Zeit ist um. Freunde, ich würde sagen, um die Ghule kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und vielleicht sollten wir uns daran gewöhnen, vor Kämpfen auch zu speichern. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Da, guck mal, da sind sie doch. Stufe 5. Eventuell könnten wir die hinkriegen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.